Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, schön, dass ihr wieder reinklickt ins nächste PES 2019 Video. Natürlich wieder mit MyClub unterwegs und es dürfte das 28. Video sein. Also, wir haben schon einiges erlebt und hinter uns mit PES 2019. Heute habe ich vieles in der Verlosung, unter anderem die Skill-Trainer, die ich in der letzten Woche alle noch fleißig gesammelt habe und dann vergessen habe, hier beim letzten Stream zu nutzen. Natürlich sind wir wieder mit dem 3-Sterne-Team unterwegs. Kann ich hier direkt mal einstellen. Wo ist es? Da ist es. Und dann lösen wir jetzt natürlich am Anfang des Videos, viele Stammzuschauer von euch kennen das, administrativen Kram ein. Und das sind dann auch Agenten, die ich mir jetzt mittlerweile erspielt habe, über die Comp-Challenges. Also zwei Agenten gibt es jetzt zum Start. Dann gibt es noch 100% Scout-Kombos. Da an der Stelle auf jeden Fall einen herzlichen Dank an alle von euch, die Spielerempfehlungen reingeworfen haben. Der ein oder andere ist in der Tat in meine Excel-Liste gelandet. Einen musste ich leider ablehnen, weil der nicht besser war oder geeigneter war als der, den ich mir da schon rausgeschrieben habe. Und den kriege ich heute verpflichtet. Ja, der Kollege brauchte einen Udinese Calcio Scout und den habe ich ersteigert für am Ende, glaube ich, 9000 GP, also absolut überschaubar für einen Wunschspieler. Also von daher jetzt für die ersten Minuten einiges zu erleben. Stugi ist pünktlich da, das freut mich außerordentlich. Schönen guten Abend auch dir. Die Kollegen, die das jetzt auf YouTube sehen, haben natürlich den goldenen Vorteil, vorspulen zu können, wenn sie sagen, boah, kein Bock auf administrativen Kram, ich will Fußball sehen oder halt auch nicht. Jeder von euch ist natürlich freundlichst eingeladen, Abos dazulassen, Daumen hoch und so weiter, wenn ihm das hier gefällt, um mir so ein bisschen Liebe zu geben. So, und dann fangen wir am besten mal an mit den Special Agents. Featured Players interessieren nicht. Da sind sie. Zweimal der gleiche. Silber, Agent, irgendwas. Welche Spieler könnten in der Verlosung sein? Die üblichen wahrscheinlich. Oder alle. Was auch immer. Ja, die übliche erste Reihe hier mit CR7, Messi, Neymar und whatever. Wollen wir eigentlich gar nicht haben. Also so ein Überraschungs-Silber-Agent, Silberspieler vielmehr, würde mir eigentlich besser zu Gesicht stehen für die 3-Sterne-Truppe. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ah, Free Agent, Indischer Ozean oder so. Könnte jetzt alles bedeuten, silberner Ball. Ist erstmal nicht schlecht. Oh, Tin Jedwai von Bayer 04 Leverkusen kann Innenverteidiger spielen. Da habe ich ja nicht genug von. Also gefühlt ziehe ich mittlerweile pro Stream oder pro Ziehung ist ein Innenverteidiger dabei, nachdem ich anfänglich so ein bisschen zu hart gepredigt habe. Konami, ich brauche Innenverteidiger. Okay, Tin Jedwai, nicht so geil, nicht so überragend. Schade. Zweiter Agent. Und es geht nach Italien. Das kann auch wieder alles bedeuten. Silber, auch nicht schlecht. Sassuolo, kein Originalgesicht. Rechts und links außen. Di Francesco, cooler Name. Linkes Mittelfeld wäre noch eine Option fürs aktuelle System. Ja. Silber ist schon mal gut, aber die beiden. Ich google die mal eben. Machen wir es doch mal so. Was heißt googeln? Ich PES-DB die gerade mal, um zu gucken, was die am Ende ihrer Entwicklung sind. Tin Jedwai ist ein 76er. Alles so grundsolide. Langer Einwurf, akrobatisches Klären. Okay. Und ja, wahrscheinlich keine Chance und weg. So, Di Francesco von Sassuolo 76 am Ende. Schwalbenkönig, alles grundsolide. Nichts Besonderes kann weg. Jawohl. Ja, okay. Haben wir also zweimal mehr oder weniger Wegsimulier-Futter gezogen. Nicht so geil, aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen Helden des Streams. Was ich vorwegnehmen muss, ich habe diesen 100% bronzenen Wunschtorwart schon gezogen. Einfach aus dem Grunde, weil, das habe ich glaube ich im letzten Stream auch schon mal angedeutet, man darf 150 Scouts anhäufen. Und wie ihr oben sehen könnt, jetzt könnt ihr das sehen, 149 von 50 habe ich. Und das war auch schon mal 150 von 150 und dann kann man nicht mehr spielen. Also dann kriegt man vor jeder Partie gesagt, du hast keinen Platz mehr für Scouts. Also war ich gezwungen, etwas zu tun und habe dann meinen Wunschtorwart für das 2-Sterne-Team, den bronzenen 74er, schon gezogen. Ja, den zeige ich euch gleich natürlich nochmal.
Jetzt müssen wir mal gucken, wer war hier noch in der Verlosung gezogen zu werden. Ach, natürlich, der Udinese-Typ. Genau. Ziehen wir mal den Wunschstürmer zuerst. So, und ich hatte mir hoffentlich alles richtig zurechtgelegt. Zwei Sterne reichen. Und jetzt muss ich mir den hier mal kurz aufrufen, was ich für den sonst noch brauche für 100%. Ich hab das ehrlicherweise vorher nicht geprobt. Utility Player brauche ich noch. Da ist er, vier Sterne. Jetzt steht er schon im Bild. Klicke ich mal schnell weg. So, und jetzt brauche ich noch Attacking Prowess. Drei Sterne. Na, haben wir uns verzockt? Defensive, ja, haben wir uns verzockt. Oder? Da war noch was Zweites, glaube ich. Was ich hätte nehmen können. Ah, dann haben wir noch hier Explosive Power und 1,85 groß. Oh Mann, ey, hätte ich das mal vorher geübt. Explosive Power. Fehlt hier auch schon wieder. Ich bin echt der Geilste. Ach, hier ist Attacking Prowess. Vier Sterne. Könnte ich das eigentlich so lösen? Ja, bevor ich mir einen zurecht kasper im Live-Fernsehen. Machen wir es so. Oh, da hätte ich auch 50-50 auf den richtigen. Jetzt sage ich euch noch nicht, wer es ist. was war das andere, was ich hier gesagt hatte? Utility Player, ne? Jawohl. Nehmen wir den jetzt. Komm. Kein langes Gekasper. Ich glaube, der heißt Kevin, ne? Kevin Lasagne. Klingt lecker und ist auch ziemlich geil. Und den ziehen wir jetzt als neuen Wunsch-Silber-Kantenstürmer vorne drin. Das Witzige an der Nummer ist, das kann ich an der Stelle auch mal aufsagen. Ich habe den dann auch mal bei Transfermarkt.de und so recherchiert. Was ist das überhaupt für einer? Was hole ich mir da ins Haus? Und bei Transfermarkt.de wird der als 1,81 großer Stürmer vorne geführt. Und bei PES hier in PES.DB und hier jetzt auch zu sehen, genau 1,86. Also, Kevin Lasagne, hier in PES nicht 100% richtig, aber das können wir jetzt vielleicht gleich nochmal sehen im Bild hier. Genau, also Gold Poacher, nur vorne drin, keine Flexibilität, wie so ein Yusuf zum Beispiel, der auch noch auf der rechten Mittelfeldseite gut arbeiten kann. Aber hier könnte, also ist Level 1 gerade, also wenn er Level 30 hat, dann hat er das natürlich alles nochmal geiler. Aber guck mal hier, jetzt schon Speed und Antrittsstärke 86. Das ist schon ziemlich geil. Und. Ja, physisch 73, Kopfball und so, alles voll okay. Und dann bringt er halt mit seinen 1,86 auch noch ein gutes Paket mit. So, und hier, das ist auch nochmal sehr schön. Player Skills ohne Ende, kräftigen Schuss, Direktschuss, Tiki-Taka Doppelpass und guter Arbeiter, guter Kämpfer. So, ob der jetzt am Ende des Tages eher zündet als ein Yusuf Paulsen, sei mal dahingestellt. Aber haben wir das auch mal gemacht mit Agent kaufen hier im Auktionshaus. 9000 GP für Udinese Calcio 2 Sterne. Und dann, ja, haben wir das auch gemacht. So, jetzt muss ich hier nochmal durch die Liste arbeiten. Wen ich da noch holen kann. So, können wir da noch einer, der richtig. Ach, genau. Ich wollte ja, ich hatte hier auch goldene Spieler mittlerweile rausgeschrieben, aber die passen, glaube ich, alle nicht. Das ist immer so ein bisschen sehr blöd. Ja, da fehlte immer einer. Das habe ich eben schon mal geguckt. So, jetzt könnten wir. Und das, genau, das, da habe ich dann auch wieder schön überzogen. Hier in der Inbox seht ihr drei akzeptierte Angebote. Für League Others Europe habe ich mir auch ein paar rausgeschrieben. Und unglücklicherweise habe ich dann alle gewonnen. Aber es war alles so um die 5000 GP, also ich bin dadurch jetzt nicht arm geworden. Schönen Abend, Just Matt. Schönen Abend, Altinho. Also so langsam füllt sich der Chatraum hier im administrativen Bereich. Habt noch nicht allzu viel verpasst. So, ich habe hier noch einmal. Okay, machen wir mal hier den 2 Sterne nehmen wir. Und den 3 Sterne, damit wir uns jetzt nicht schon wieder das, die Scout-Region vollballern. Vielleicht kriege ich den auch noch geholt. Ist natürlich immer so geil, wenn man sich so Spieler rausschreibt und sich dann irgendwie eine Woche später nicht mehr daran erinnert, was die so können und was die wirklich brauchen. So, das ist schon mal gut. Ein Stern ist eh nicht so geil. So, hier wird es jetzt gleich Others Europe. Genau, da ist das. Steht er da schon? Nee, da steht er noch nicht. So, dann zentral defensives Mittelfeld. Das ist jetzt alles eher so die Kategorie fürs 2-Sterne-Team relevant, aber und das spielen wir ja heute auch nicht und auch in naher Zukunft wahrscheinlich nicht. Also von daher wenig spannend. So, haben wir das jetzt immer noch nicht.
Ne, steht immer noch nicht da. Oh je, was habe ich mir da für einen Typen rausgesucht? Und Attacking Prowess. Da hatten wir eben schon Probleme, dass für den Wund. Da ist es. Ja, passt perfekt. Da ist er. Tatsächlich. Dumbia 72er nur. Okay. Aber wird verpflichtet. Machen wir jetzt einfach mal. Dafür habe ich mir die Quatsch ja zusammengelegt. So, Dumbia geholt. Zack. Und bin ganz ehrlich, wir finden jetzt gemeinsam raus, was der so kann. Aber egal. Alles für die Bank. Jawohl. Ein guter bronzener Spieler. Kein Originalgesicht. Von Dynamo Zagreb. Belgier. Guck mal. Klingt eher wie Elfenbeinküste. Ist gar nicht Belgien. Ist Mali. Ja, wenn ich gucke so leicht schräg auf meinen PlayStation-Fernseher hier. Von daher ist es wahrscheinlich grün links, ne? Nicht schwarz. Also kein Belgier, Malier, okay. Von Dynamo Zagreb und dann, ja, da sehen wir auf den ersten Blick 1,91 groß. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal für ein zentral defensives Mittelfeld sehr, sehr gut. Was kannst du denn sonst noch? So, Knuckle Shot, Acrobatic Finish und Man Marking. Also für ein zentral defensives Mittelfeld genau die Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Egal, komm, irgendwelche guten Werte hast du doch. Physical, Jump, ja, nicht so schnell. Was habe ich mir denn da rausgesucht? Zentral defensives Mittelfeld eher mit so einer Orientierung nach vorne zu gehen. Das ist natürlich super. Naja, egal. Haben wir wieder ein bisschen was verpflichtet. Auch gut. So, und jetzt das Letzte, was wir noch haben. Einen Innenverteidiger, den ich auch schon bei PES 2018 als Ergänzung auf der Bank oder sogar in der Zwei-Sterne-Truppe im Stamm hatte. Schauen wir mal, ob wir da die Dinger haben. Ach so, 1,85. Ach, Dribbling. Das war das. Attribut Dribbling. Daran hing es immer. Hier haben wir schon mal die Größe. Da steht er mittlerweile auch schon. Ja, vielleicht habt ihr darauf geachtet. So, jetzt brauche ich einen Dribbler. 3 Sterne würde ich noch nehmen, damit wir das mal vom Tisch haben. Aber ich glaube, Dribbling habe ich nie gezogen. 4 Sterne Dribbling werde ich nicht auf einen Innenverteidiger bronzene Natur verwenden. Ganz sicher nicht. Ja, habe ich immer noch nicht. Okay, kann ich nicht verpflichten oder habe ich es hier? Nee. Okay, Thema durch. Dann wird der immer noch nicht verpflichtet. Ging im Endeffekt darum, ich habe dann gesucht nach chilenischer Liga, als ich da den 4-Sterne-Agenten gezogen habe, weil aus Chile 4 Sterne, da hilft nicht wirklich was. So, und was ich jetzt aber doch noch sagen kann, einen habe ich mir noch rausgesucht, der ziemlich geile Werte hatte und der jetzt in Frage kommt durch das Others Dingens Europe hier. Wo sind wir? Na, 4 Sterne nicht, 3 Sterne. Dadurch kommt er in die Verlosung. Hier, so, jetzt kommt es gleich. Da ist es. Zack. Und dann brauche ich noch Rechtsmittelfeld und Stamina. Rechtes Mittelfeld und Stamina. Habe ich noch Rechtsmittelfeld und Stamina? Da ist rechtes Mittelfeld. Passt sauber. Steht jetzt auch schon im Bild, Freunde. So, jetzt brauche ich noch Stamina. Stamina habe ich hier 4 Sterne. Also die Verpflichtung wird gelingen, so oder so. Und das Stamina, guck mal, ganz saubere 3 Sterne durchgezogen. Alessandro Schöpf von Schalke 04. Klasse, wieder ein paar Scouts verbraten. Und der ist auch Kategorie relevant für das 3-Sterne-Team. Von den knappen, Originalgesicht natürlich, der Österreicher. Da seht ihr es, spielt beide Außenbahnen, das war mir sehr wichtig. Und was hat er sonst noch Schönes? Ja, Trackback. Ich glaube, danach habe ich sogar gesucht. Außen-Mittelfeldspieler, die nach hinten arbeiten. Und der hat auch noch Fighting Spirit dazu. Also der lässt einfach nicht nach. Werte soweit hier. Speed voll okay. Kann vernünftig Fußball spielen. Und Stamina war, glaube ich, super gut. Logisch. 78 jetzt für den Moment. Wenn wir den noch auf Level 30 gepusht haben, dann sollte der uns auch nicht so schnell müde werden. Ist halt auch eine nicht unwichtige Sache für mein System mit 3-3-2-2, wobei dann, ja genau, die hintere 2 sind die Außenspieler und die sind allein auf den Außenbahnen, müssen viel arbeiten. Und deswegen ist Stamina da nicht unwichtig, ne? Deswegen ist da so ein Pausen auch so gut. Hier ist jetzt auch mal der Kollege Ray angezeigt, mein Wunschstürmer, Torwart, mein bronzener Wunschtorwart. Hier hat ne, flachen Abstoß, die kommen immer schnell an, das finde ich nicht unwichtig. Weiter Abwurf oder ansonsten halt ein normaler bronzener Torwart, der am Ende 74 wird, mir vollkommen egal. Wird fürs 2-Sterne-Team in Frage kommen. So, ich habe viele Torhüter gesammelt, alle Weißbälle zum Wegsimulieren. Ein paar sehr viele Torhüter habe ich gesammelt. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Achso, ich wollte hier nach Level. Warte mal, gehen wir mal noch. Da, das ist die Übersicht, die ich brauche. So, wir gehen nach Level.
und suchen uns mal den einen oder anderen raus. Genau, Kevin Lasagne kriegt jetzt erstmal alle Mittelstürmer, die ich hier gesammelt habe die letzte Zeit. Aber der kann auch Second Striker spielen, heißt das hängende Spitze. Kriegst du auch noch oben drauf. Dann solltest du direkt mal ordentlich nützlich sein. Und bei Zeiten auch mal eingesetzt werden. So, dann wird hier auch die Kategorie Skill-Trainer mal ein bisschen leerer. Nicht Skill-Trainer, Experience-Points-Trainer. So, und da könnt ihr sehen, guck mal hier, auf Level 25 sofort hoch, ist jetzt die 79. Ist also fast am Max-Level angekommen, hat jetzt Speed 90, Antrittsfähigkeit 89. Ja, dürfte jetzt mehr Richtung Keilstürmer gehen. Verdrängt für den heutigen Stream schon mal nicht Michi Batshuayi, der im letzten Stream richtig hart abgegangen ist. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat es gesehen. Das hat sehr beeindruckt, deswegen wird da in dem Moment noch nicht umgestellt. So, Alessandro Schöpf. Können wir dich auch noch ein bisschen pushen? Auf den Flügeln habe ich, glaube ich, nicht. Ah, der kann auch zentral offensives Mittelfeld spielen, deswegen kriegt er die auch mal alle. Denn die Außenbahnen habe ich ja letztens mit den beiden Bronzenen schon hier ausgelutscht. Aber ihr seht, viele Spielmacherpositionen habe ich hier mittlerweile. Ah, das ist rechts Mittelfeld noch. Ja, der Alessandro dürfte auch sofort hochspringen im Level. Aber hallo. Ja, 75er, Level 20, sauber. Stamina 81. Ja, das kommt langsam. So, wen können wir noch pushen? Wen können wir noch pushen? Jetwei interessiert mich ehrlicherweise gar nicht. Der wird wahrscheinlich wegsimuliert. Die Francesco sowieso. Ich glaube, das war. Ah, hier den Dumbia. Kriegen wir den noch ein bisschen gepusht? Damit der, wenn er denn mal eingesetzt. Was kann der? Zentrales und zentral defensives Mittelfeld. Also auch nicht viel. Ne, ist nichts mehr viel offen. Okay. So, dann haben wir das erstmal gemacht. Aber was ich unbedingt noch machen wollte, Zockerwerkstatt. Jetzt sehe ich es gerade erst im Chat. Schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich. Danke für die ja, Glückwünsche ja eigentlich. Ja, das stimmt schon. Glückwünsche. Skilltrainer. Fleißig erspielt letzte Woche. Wollte ich jetzt auf die Kandidaten hier anwenden, die sich so im silbernen Bereich, aber schon so Richtung Stammspieler gemausert haben. So, das wäre dann zum einen hier Dennis Zakaria. Der kriegt einen Skill-Trainer, hat noch keinen Skill gelernt, also der kriegt einen. Gucken wir mal, was es ist. Cut, Turn, Behind, Dingens. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ob das ein normaler Bewegungsmove ist oder ob das ein Skillstick ist. Aber ist egal, ich nutze nicht mehr als einen pro Spieler, das ist mir zu mühsam. Also, Dennis Zakaria ist so Kategorie Stamm und wird da mal ein bisschen gepusht. So, wen haben wir sonst noch hier? Ah, jetzt, warte mal, jetzt habe ich das falsch. Overall Rating. So ist am besten zu sortieren, weil dann kann man hier in der Kategorie 79, 80 so die ganzen Silbernen abgreifen. So, Thilo Kehrer, genau, den habe ich sowieso gesucht. Thilo Kehrer auch Stamm-Innenverteidiger. Man-Marking, perfekt. Perfekt für Innenverteidigung. Wobei da mal in die Runde gefragt, vielleicht weiß das wieder jemand besser und bildet mich hier schön weiter. Man-Marking, ist das, dass der auch, wenn ich nicht die Funktion im Taktikmenü anwähle, dass der immer an einem dran kleben soll, dass der trotzdem besser verteidigt, besser an dem Gegenspieler dran klebt? Oder ist das jetzt quasi gerade verschenkt gewesen? Also wer das von euch weiß, gerne melden. Ika Munain kriegt auch einen Skill-Trainer. Auch Cut Behind and Turn, ja, ist vielleicht einfach nur quirligeres Dribbling hoffentlich. Skillstick habe ich mir ja eher abgewöhnt, weil es mich nicht weitergebracht hat. So, und jetzt sind wir schon hier in der Goldregion. Die sind eh alle schon super. Also wieder zurück. Simon Mignolet, hatte ich den schon? Hat auch noch nichts gelernt. Mignolet kriegt Fighting Spirit. Jawohl, der gibt nie auf im Tor, wenn er da in seinem Fünfer hin und her läuft. Na super. Ob das so sinnvoll war? So, wer ist noch? Ja, Angie hatten wir ja schon gepusht. Conti. Ja, komm. Ich habe noch genug davon. Ja, ich hoffe, du hast recht, Zockerwerkstatt, dass der auch ohne die Taktikeinstellung Manndeckung besser dran klebt. So, Penalty Specialist Conti, das hat sich richtig gelohnt. Komm, Lasagne, auf den habe ich hohe Erwartungen. Acrobatic Finish, das ist schon mal sehr gut. Liegt dann häufig quer in der Luft im gegnerischen Fünfer, super. So, Jesus Navas, selbstverständlich. Mein Gott. Jesus Navas, selbstverständlich. Malicia kann also gut schwalben, sehr gerne.
Lachsalt auch gesetzt. Acrobatic Finish von mir aus. Schürrle ist leider ohne Originalgesicht, deswegen in der Gunst ganz weit weg. Paulsen hat schon Heading bekommen. Gomez, super Innenverteidiger, bleibt. Malizia, das ist super. Immer wieder, wenn der Ellbogen im Gesicht kitzelt, macht er mehr draus, holt den Freistoß, finde ich okay. So, jetzt kommen wir schon in die Kategorie nicht mehr so relevant, oder? Nö. 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 Nö, ich glaube nicht. Scarpa, ja auch im letzten Stream mit 100% Scout-Kombo geholt. Zakaria habe ich gerade schon angeklickt. Bottega, ja komm, an den glaube ich noch. Malizia, oh Mann, ey. Ja, okay, super. Aber gut, das sollte es für den Moment dann. Ah ja, Alessandro Schöpf, da glauben wir ja auch noch dran. Scotch Move, kenne ich nicht. Weiß ich nicht, was das ist. Hier, Martinez übrigens, genau, den habe ich irgendwie gezogen und später festgestellt, dass den sehr viele auch in ihrer Mannschaft haben und der ziemlich gut ist. So von seinen Werten her. Also kriegt er auch schon mal Captaincy, super! Oh Mann, ey. Ja, das sollte er. Komm, das reicht jetzt erstmal. So, und jetzt langsam, ich weiß, der eine oder andere von euch hat schon keinen Bock mehr. Möchte hier endlich Fußball sehen. Sollt ihr jetzt auch. Jetzt haben wir genug administrativen Kram gemacht. Lasst mich gerade nochmal gucken, was ich hier angekündigt habe. Nicht, dass ich schon wieder was in der Hektik hier verpasse. Also, die Scout-Kombos sind durch. Com-Challenge-Agenten waren Grütze. Drei-Sterne-Team kommt jetzt. Skill-Trainer haben wir schon mal angefangen. Ein paar lassen wir auf Halde. Okay, prima. So, das ist die Mannschaft für den Stream. Immer noch hier einigermaßen nach Wochenform aufgestellt. Knapp unter 1900 Rating-Punkten. Und ja, damit hoffe ich jetzt den, glaube ich, guten letzten Eindruck. Ja, ich glaube, im letzten Stream 4 Spiele keine Niederlage bestätigen zu können. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Luft, was die Scouts angeht. Also endlich geht's raus auf den virtuellen Rasen. Ja, und dann 770 Ratingpunkte, ihr seht, ich habe mich da in den letzten Tagen wieder ein wenig am Riemen gerissen, wieder ein bisschen mehr Glück gehabt. Oder vielleicht beides, wer weiß. So, jetzt haben wir den administrativen Kram fertig und alle, die jetzt noch da sind, hier Daumen hoch, freut mich außerordentlich. Alle, die immer noch da sind und noch kein Abo dagelassen haben. Ja, Daumen hoch und so, ja, ich kennt ja alle. Lange Wartezeiten an diesem Sonntagabend. Ich bin gespannt. Das ging eigentlich beim letzten Stream auch relativ gut. Aber so ganz steckt man da ja nie drin. Ich könnte natürlich an dieser Stelle zum x-ten Mal. Ich mach's einfach, warum auch nicht? Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Zuschauer dabei, der jetzt hier zum ersten Mal zuschaut. Ihr seid natürlich immer wieder herzlich eingeladen zu kommentieren, ne? Also hier bei Twitch gerade live sowieso, ja, um den Stream, das Video quasi mit euren Fragen, euren Hilfestellungen und so weiter und so fort ja auch ein bisschen mit zu formen. Und da hat's geklingelt. 513 Ratingpunkte. Na, wenn ich da nicht Favorit bin, wo dann? Ja, aber auch auf YouTube seid ihr immer herzlich eingeladen zu kommentieren, die das fleißig tun. Danke dafür, ja, für eure Einwürfe, welchen Stürmer ich vielleicht verpflichten sollte. Oder auch den kleinen Hinweis, den ich jetzt letztens bekommen habe, den ich nicht mehr so ganz vor Augen hatte. Aber ja, Ende des Monats kommt das Datenpack, das erste richtig große, was richtig, was komplett drin sein wird. Das ist, glaube ich, so noch nicht in Gänze anmoderiert von Konami. Es könnte ja vielleicht jetzt schon hier die Glasgower Stadien kommen, Ibrox Park und Celtic Park. Die beiden könnten ja vielleicht schon kommen, aber es soll auf jeden Fall ein kleiner Gameplay-Patch kommen. Und da bin ich persönlich sehr gespannt, ob der sich nur auf die oft kritisierte KI bezieht oder generell. Ne, hin und wieder habe ich das Gefühl, die Spieler laufen hier auch beim Online-Multiplayer.
Spieler laufen sich so über die Füße, in den Weg und so. Das könnte man schon noch ein bisschen besser machen. Und ja, also dann werden wir sehen, was Konami da aus dem Hut zaubert. Pfeile sind gut. Keiner ist schlecht. Wir haben noch hier mit Torreira zum Nachlegen und Nakajima für links draußen hier. Und Jesus Navas könnte dann auch die Maria. Das geht. Ja, das ist gut. Also daran wird es nicht liegen. Keine Ausreden hier gegen den Sporting Club aus Lisboa. Vielleicht auch eine Frage mal an euch. Ich habe mir die Let's Playmakers 11 ja mit Trikot und so selber gebastelt. Welches Template an Trikots nutzt ihr da draußen? Habt ihr auch Trikots importiert, selbst erstellt sogar? Oder spielt ihr mit Barcelona als Trikot und Vereinsgrundlage in MyClub, wenn ihr den MyClub spielt? Also von daher, da könnt ihr mich auch gerne mal in Kenntnis setzen. So, und jetzt kommen wir endlich zum emotionalen Teil des Streams. Früher Abend hier in Santiago de Chile. Erstes Spiel des Streams. 513 Ratingpunkte gilt es abzuziehen. So, erstmal ein schöner Seitenwechsel auf Laxalt. Ja, hallo? Ja, ich wollte schon sagen, also durch den Fuß, durch den Ball gespielt, kann nicht angehen. Und es gibt direkt die erste gute Freistoßsituation. Rakitic. Ja, das könnte auch was werden. Rakitic! Na! Ticken zu weit links angesetzt und dann kann der Ivan zu gut andrehen. Erste gute Szene nach nicht mal 5 Minuten für die Gastgeber. Der Typ will nerven, ja, anscheinend. Und nach dem letzten Stream von gestern, es geht ja hier Schlag auf Schlag gerade bei mir, alle Augen natürlich auf ihn hier gerichtet, auf Michy Batshuayi, der einen riesen Einstand gefeiert hat. Ja, der hohe Steilpass war unnötig, Szene aber noch nicht vorbei. Ja, kriegt den Befreiungsschlag nicht hin. Di Maria, schön ausgewackelt. Flanke zu nah vors Tor, Iker Casillas ist da. Heute mal im falschen Trikot. Aber mutiger, quirliger Beginn der Mannschaft in Bordeaux-Rot. Sehr gut. Gar keinen großen Spielfluss zulassen. Ja, Clinton, genannt jetzt seit dem letzten Stream Hillary Clinton, Angie genannt. Schönen guten Tag, Pes Chris. Ja, selbst erstellt. Ich tippe jetzt einfach mal, du bist kein Photoshop-Meister und hast dich auch bei Pes Master bedient. Wenn nein, okay, dann höchsten Respekt. Und allen anderen nochmal pesmaster.com ans Herz gelegt, wenn ihr Trikot selbst erstellen wollt. Ja, mit dann natürlich direkt den richtigen Maßen und schön vielen Mustern und Farben zur Auswahl. Sehr geile Seite, glaube ich, auch schon seit ein, zwei Jahren. Für eben genau die Dinger haben dann auch eine Spielerdatenbank, wobei ich da halt, wie ihr es sicherlich schon oft von mir aufgesagt bekommen habt, eher PES DB nutze. Batshuayi kriegt da kurzzeitige Kontrolle sogar nahe des Fünfers. Rakitic bleibt hängen, Ball bleibt aber in der Verlosung. Schönes Zusammenspiel! Batshuayi lässt da schön passieren für Laxalt. Und da muss es eigentlich schon klingeln. Flanke von Rakitic. Szene bleibt wieder heiß. Eric Dier. Ja, Dier. Keine Kontrolle da am Fünfer. Das wäre auch zu schön gewesen. Gibt es jetzt den Konter? Kriegt Sporting. Ja, genau. Sporting kriegt Tempo in den Angriff. Und Mbappé hat da die Ruhe weg. 0-1. Ja, zweimal in der 50-50-Situation setzt er sich durch, der 19-Jährige. Ich drück's mal nicht weg. Da zum Beispiel und da. Da muss eigentlich der Zwölfer durchziehen und zur Not auch faulen. Dann gibt's Gelb und da passiert nichts. So passiert das 0-1.
Und nach gutem Beginn liegen wir jetzt nach 22 Minuten, nicht ganz verdient, aber da fragt dann auch später keiner mehr nach, zurück. Batshuayi schön behauptet. Laxalt, Rakitic geht auf den ersten Pfosten. Wird nicht konsequent angegriffen, die prompte Antwort. Ivan Rakitic. Ja, der wird von Spiel zu Spiel auch teurer, alleine weil er immer noch nicht Level 30 hat. Schlampiger Pass im Aufbau, in der Vorwärtsbewegung, das kann dann sofort wehtun. Rakitic, da, schönes Angebot. Schön, nein! Da kommt Hillary nicht ganz dran. Jetzt schon wieder. Wieder Mbappé kommt bei Lissabon wohl über den linken Flügel, wenn ich das so richtig sehe. Rakitic. Immer wieder schön am Kurbeln, solange ihn die Stamina trägt. Di Maria, ähnliches Bild. Di Maria, da hat der Skillstick mal geklappt. Flanke abgefälscht. Na, wichtiger Ball. Rakitic, jawohl, hält den Druck hoch. Di Maria. Ist der links? Ich glaube, der ist sogar Linksfuß, oder? Zur Not beidfüßig. Gute Szene vom Argentinier. Kebbelt sich ja, wenn ich so viel Punkte noch in die Mannschaft investieren kann, um für einen schwarzen Ball da auf der Außenbahn zu sorgen. Kebbelt sich immer wieder mit Raheem Sterling. Hat da aber aufgrund seiner höheren Stamina-Werte die Nase vorn. Clinton! Einfach in die Mitte gezogen. Ganz billig, ganz simpel. 2-1, Spiel gedreht. Da ist Sporting hinten ganz, ganz offen. Und dann ist das natürlich für einen Spieler mit 93 Geschwindigkeit und Antrittsstärke auch ein leichtes in die freien Räume zu beschleunigen. Das meinte ich eben mit, die Spieler stehen sich auf den Füßen. Hallo KI-Patch. Und wir haben Team Chemie 99. Also da kann mir keiner erzählen, dass die sich nicht so gut kennen. Oh, nächste Gelegenheit. Hochverteidigt Batshuayi gegen Joel Matip. Einfacher Haken von Batshuayi. Kleines Derby. Kleines Ex-Derby, wenn man so will. Ex-Dortmunder vernascht. Ex-Schalker. Aber es führt nicht zum 3-1. Aber Spiel nimmt so langsam die Wende oder die Richtung vielmehr, die zu erwarten war, als man am Anfang die Ratingpunkte von ihm und mir gesehen hat. So, wir nähern uns langsam dem Pausentee. Laxalt, Batshuayi. Ball wieder weg, aber auch der Aufbau wieder schlampig. Ja, ich glaube, das muss man als neuer Spieler auf jeden Fall lernen, dass man beim Kontern, beim Umschalten, beim Aufbau nicht zu hektisch agieren darf in PES 2019. Dann ist mal ganz schnell Tempo aus dem Angriff. Oder halt der Ball... Hallo, kriegen wir den Ball jetzt noch? Ja, weg. Und dann gibt's Halbzeit. Jawohl. Also, läuft gut. 2-1. Haben uns von dem frühen 0-1 nicht schocken lassen. Zockerwerkstatt, du weißt genau, was du zu schreiben hast. Finde ich immer wieder sympathisch. Schöne Trikots, genauso sieht's aus. Und Zmon, auch schön, dass du wieder reinklickst. So, Schlückchen, Apfelschorle und dann machen wir auch sofort weiter. Ah, so. Die Let's Playmakers 11 treten so auf, wie sich das für ein Heimteam gehört. Mutig, dominant. Und der letzte Stream war schon überaus torreich. Ja, mit Ansage. Da kann er eine Postkarte vorher schicken. Na, abseits oder nicht? Fahne bleibt wohl unten. Angie, ja. Von Eriksen. Und das ist nicht der von Tottenham als Innenverteidiger. Von Eriksen da abgekocht. So, Mbappé auf dem Flügel. Und dann irgendwer da mit einem Seitfallzieher. Frecher Vortrag. Ah, C. Jean ist das scheinbar. Aber gut, wenn man einen Kylian Mbappé in diesem Drei-Sterne-Mannschaft gequetscht kriegt, dann muss man zwingend irgendwo Abstriche machen. Und das ist dann wahrscheinlich auch dann bei solchen Spielern
Wobei, nur weil ich den jetzt ehrlicherweise nicht kenne oder noch nie gehört habe, muss das ja kein schlechter sein. So, Thiago Silva da mit einem etwas sehr riskanten Aufbau am eigenen Fünfer. Ja, immer wieder wird auch Mbappé gesucht, klar, wenn man da so einen 90er auf dem Flügel hat. Mbappé, da sind wir schon wieder. Fuß dazwischen von Stepanenko, der kennt da nichts. Der Ukrainer. Und es gibt Ecke. Die tritt scheinbar der Mittelstürmer, Jean. Ja, von mir aus. Flanke kommt dahin, wo kein Weiß-Grüner ist. Und dann steht da noch im Abseits. Kein guter Vortrag von Jean. Ja, Eric Dier will den Ball kurz. Kriegt er auch. Immer wieder bemüht um Fußball. Ja, dann aber wiederum gut gepresst. Ja, gute Szene von Sporting. Ja, jetzt lasse ich mich so ein bisschen von mir selber hier am Mikro einlullen. Ja, ein bisschen Laberei und auf einmal geht der Drive verloren. Ist noch einiges zu gehen. So ein 3-1 eben schon mal. Hey, was ist das denn, Larifari? Wieder ist der Ball weg. Kriegen jetzt hier keine drei Pässe mehr aneinandergereiht. Mbappé. Ja, guck mal, der kurft darum, wie er will. Und spätestens der muss eigentlich rein. Jetzt haben sie sich aber redlich beworben hier um den Ausgleich. Und ich möchte sagen, den hätten sie jetzt auch schon verdient. Völlig der Faden gerissen. Ganz unseriöser Aufschlag hier. Guck dir das an. Guck dir das an. So unnötig vor allen Dingen. Ist ja nicht so, als presst der ohne Ende. Di Maria, schöner Move. Sammelt so ganz viel Grün vor sich. Ja, Flanke lassen wir mal. Rakitic. Ne, kriegt den Ball nicht verarbeitet. Und schon läuft der Konter. Immer wieder gerne schnell auf Mbappé. Ja, mit Ansage, dass er den Doppelpass sucht. Szene bleibt heiß. Und Fährmann löst das souverän. Jetzt haben wir da oben... Oh, Traumpass von Rakitic. Genau mit dem richtigen Effekt. Auf Di Maria. Und der macht das mustergültig. Auf Michy Batshuayi. Und ich sag mal, trotz der wackeligen letzten virtuellen 15 Minuten, die Entscheidung. So, jetzt können wir auch mal wechseln. Angel Di Maria nach Traumpass von Rakitic auf rechts durch. Und dann Formsache für den Batsman. So, hier kommt der Tadic. Kommt der Jesus Navas. Und Nakajima. Und trotz brutalem Fall nach oben bei Torreira kriegt Tadic da den Vorzug. Ganz alleine, weil er noch nicht so viele Spiele unter diesem Trainer gemacht hat. Da noch ein bisschen Nachholbedarf hat, was die Affinität angeht. Da muss man solche Spiele, wo der Drops gelutscht zu sein scheint, nutzen. Batshuayi. Na! Aber irgendwie will den keiner haben, den Ball. Szene bleibt dadurch heiß. Engie winkt. Ja, Jesus Navas. Ganz frech jetzt. Jesus Navas. Oh Gott. Ganz offene Viererkette und dann musst du das 4-1 machen und dann können wir nebenbei Dozen gucken oder so. Dann ist das Ding durch. So weiter Obacht. So weiter Obacht hier. Angesagt. Ja, immer wieder Mbappé über links. Kylian Mbappé. Aber da wird es dann zu eng. Auf den Flügel. Ja. Chaloba, auch nie gehört. Vielleicht ja alles weiße Bälle. Kompromisse. Oh, Mbappé. Ja, mit dem will das richtig schön machen. Kylian. Hat nicht ganz geklappt. Tadic. Tadic. Ja, Sporting jetzt super offensiv. Jetzt kommen die Bälle schon knapp hinter der Mittellinie. Gut hinter die Kette. Schöner Doppelpass. Jesus Navas unten winkt. Batshuayi. Da kommt gar keiner dran.
Und Nakajima machte auch keine Anstalten, da nochmal nachzusetzen. Thema erledigt. Oh. Oh, Mbappé heute nicht zu bremsen. Ja, wenn Sporting hier heute verliert, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dann liegt das an allen, nur nicht an Kylian Mbappé. Ach, Jesus Navas hat Platz. Schöner Trick von Clinton, von Hillary. Und wenn es schnell geht, haben wir 3 auf 1. Das muss ein Tor sein. Und das ist ein Tor. Michy Batshuayi mit aller Ruhe eines völlig freistehenden Stürmers am Fünfer. Brust raus, Innenseite rein. 4-1, Thema erledigt. Favoritenrolle trotz frühem 0-1. Mehr als gerecht geworden. Oh, nochmal ein guter Vortrag. Mbappé da beinahe mit seinem zweiten Tor. Und so geht's zu Ende. Netzwerkverbindung auf 4 mittlerweile, jawohl. Einfach nur, um vielleicht einen Ticken schneller Gegner zu finden. Weiß jetzt nicht, ob ich behaupten möchte, dass mir das ein Zeitersparnis bei der Gegnersuche von 17 Minuten gebracht hätte oder so. Eigentlich nicht, aber okay. So, also, wie erwartet, das Ding gewinne ich. 165 Weekly Points, auch ein Ticken ausgebaut. Place Kicking, Scout, okay. Trainer ist auch nah dran an kostenfreier Verpflichtung. Schaffen wir im Stream vielleicht ja auch noch. So, was ich jetzt nochmal gucken wollte. Ja, okay, die haben halt schon hier eine... Die Ersatzspieler sind alle schon mit B und C und so, oder mit A und B, sogar mit A, sehr gut unterwegs. Aber mal gucken von den neuen Spielern, die ich da geholt habe, ob da einer diese Woche heraussticht. Er ist super gut drauf, hier, ne, Kevin Lasagne mit E. Top, super Verpflichtung. Tadic haben wir schon. Sticht da noch jemand raus? Jemand neu verpflichtetes, der ist blöd. Er hat keine wirkliche Position, wird wahrscheinlich auch wegsimuliert. Wer ist das hier mit D? Görler, ja, den habe ich schon sehr, sehr lange und der spielt auch keine Rolle mehr. Wer kann hier noch auffallen? Sebastian Villa, das ist halt die Kategorie 2-Sterne-Team auf die Bank. Die bronzenen Helden. Philipphoff, auch super drauf, ja. Ne, dann haben wir das. Haben wir da keinen von den Neuverpflichtungen hier. Ein Alessandro Schöpf habe ich jetzt gar nicht gesehen, wird dann wahrscheinlich ein C haben. Schalke gibt ja momentan nicht das Bild ab von lauter Spielern, die gut drauf sind. Dementsprechend nur normal. So, jetzt habe ich leider nicht aufgepasst, aber doch, da haben wir noch kurz gesehen. Er hatte, glaube ich, hier 3 Siege aus den letzten 5 Spielen. Oh, Z-Team, Z-Mon, guck mal, ja. Jetzt geht's los. Ich bin mal gespannt hier. Es wird ja scheinbar so ein bisschen zur Gewohnheit, dass ich hier gegen Stream-Zuschauer spielen darf von 2 Streams gegen Sonic. Und jetzt gegen Sedmon. Wir beide haben letztens noch über Zaha geredet, oder? Den du jetzt da vorne drin hast. Winfried Zaha, der ist böse. Paulo Dybala sowieso. Gylfi Sigurdsson hat Wochenform A. Der sitzt bei mir auf der Tribüne. Das ist schon eine perverse Truppe, die du da hast, ne? Erwische ich dich da. Ja, du alter Whitebencher. Was ist denn da los? Lauter nicht einzuwechselnde 59er, die Kosten 0 haben werden. Dementsprechend pervers darf auch die erste Elf ausfallen. Okay. Kein Geheimnis, was wir jetzt mit dir anstellen. Das Spiel so lang wie möglich ohne Tempo halten, damit du in der 70. Minute müde wirst und bist und nicht mehr wechseln kannst. Und dann komme ich erst und gib Gas. Was sagen die Pfeile? Die Pfeile sagen nicht so schlecht, außer das hier. Lachs halt mit 39, 8 Fieber. Raus aus der Verlosung. Tadic hat aber gut trainiert die Woche.
Und Torreira kriegt jetzt auch mal wieder seine Chance. Kommt für Stepanenko mit Pfeil nach oben rein, hat konstant gut trainiert. So. Das mal aufge. Oh, Trikots machen wir anders. Trikots machen wir. Sehr schön. So machen wir die Trikots. Ja, und dann geht's, ich glaube, zum ersten Mal gegen das Z-Team United. Ja, bin mal gespannt, ob wir das Spiel in die Phase gebracht bekommen, ohne in Rückstand zu geraten, wo dann auch die Stamina eine Rolle spielt, wo man vielleicht von der Bank nochmal nachlegen muss. Und dann kommen von der Bank so perverse Leute wie Jesus Navas, die die Linie rauf und runter laufen. So. Ja, bin mal gespannt jetzt. Souveränes 4-1 zum Start, aber das war jetzt auch keine Überraschung. Jetzt schon mal ein anderes Kaliber. Erster technischer Fehler von Danilo, sieht man auch nicht so häufig. Ist ja noch gar keine Körperspannung auf dem Platz. Die Maria, ja. Erster Vortrag von den Bordeaux-Roten. Nein, Batshuayi kriegt den nicht richtig angespielt. Da war schon die erste Unsicherheit. Zaha holt den Kopfball nicht, das ist schön. Direkt ein guter Ball auf Ngie. Ja, schön rumgekurvt. Muss die Flanke kommen. Batshuayi! Frühe Führung! Geht den Schritt entgegen und nickt das Ding in den ins kurze Eck. Michy Batshuayi, da ist er. Vielleicht, wenn das so weitergeht, ist er der Nächste, der von mir so eine kleine Statistikvorlesung bekommt, wie es damals mit Yusuf Paulsen in seiner Hochzeit lief. 10 Spiele, 50 Tore, keine Ahnung, so in die Richtung. Aber das sieht schon gut aus, was der hier spielt, der Ex-Dortmunder. Ich glaube, im letzten Stream erstmalig ins Team gerutscht. Oh, die Flanke fast noch verhindert. Ich glaube, Nastasic war es, der da nicht ganz hinkommt. Und dann nickt Michy Batshuayi das Ding rein. Frühe Führung hier für die Gäste. Keine 10 Minuten gespielt. Und diese Taktik mit auf Ausdauer und auf eine langfristige Strategie zu setzen, gar nicht mehr nötig. Di Maria. Hoher Steilpass. Ja, noch überhaupt kein Zugriff bei den Weißen. Hallo. Oh. Torreira. Stark. Auch er noch weit weg von Level 30. Irgendwann ist er für mich dann auch nicht mehr zu bezahlen. Für die Teamstärke. Batshuayi, schönes Zusammenspiel. Oh, wieder giftig. Schiedsrichter lässt es laufen. In solchen Szenen wird auch gerne mal abgepfiffen. So, nächstes Zusammenspiel. Di Maria kurbelt ganz schön. Guter Beginn für den Argentinier. Rakitic wieder gut dazwischen. Batshuayi, nächster Schuss. Nächste Abschlussgelegenheit für den Belgier. Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Sehr gutes Auswärtsspiel. Oh, Batshuayi steht da gut vor seinem Verteidiger. Kann den Ball so abfangen. Nächste Szene, Angie! Ist denn da los? Das Zmon United Team noch gar nicht auf dem Platz. 20 Minuten rum. Aber das hatten wir ja eben auch. Dominanz für 15 Minuten und dann 0-1. Schiedsrichter lässt's. Nee. Gut. Abseitsposition.
Oh, Thiago Silva will den Ball kurz, kriegt er auch. Thilo Kehrer eben noch mit einem Skilltrainer belohnt für seine konstant guten Leistungen. Torreira wieder gutes Auge für den Passweg. Ah, spielerisch gelöst. Unten ist wieder Hillary. Na, kriegen wir da. Ja, wieder mit ein bisschen Glück. Landet der Ball bei Michy Batshuayi. Der fackelt nicht lange. 2-0. Was ein Teufelskerl. Und wenn ich diese Statistik aufsagen will, muss ich sie nochmal nachschlagen. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei Spiel Nummer 6 und Tor Nummer 7 oder so. Wer es besser weiß, gerne kommentieren. Aber der hat auf jeden Fall geknipst ohne Ende die letzten zwei Streams, er fackelt nicht lange. Bisschen Glück natürlich da beim Pressball, beim Abgepralle. Scheibenglück, wenn man so möchte. Und die mitgereisten Gästefans haben ihren Spaß. Kevin Lasagne mit Form E wird so schnell nicht zum Einsatz kommen. Ja. Halbfeldflanke, verursacht zum ersten Mal Gefahr. Ecke kommt von Dybala an den ersten Pfosten. Ferban aber völlig orientierungslos. Ja, guckt da auch ein bisschen erschrocken, ob seiner Fehlentscheidung. Zum Glück für die Gäste nur der Außenpfosten. Erste gute Szene nach mehr als 30 Minuten. Rakitic, da hat er Glück. Auch da, das hatten wir eben, glaube ich, schon mal. So gefühlt 50-50, was er laufen lässt. Jetzt pfeift das für mich. Bisher meinen es die Pestgötter gut mit mir. Ja, das wird er jetzt aber für. Ja, für die Weißen pfeifen. Robertson, das dürfte der Kollege von Liverpool sein. Thiago Silva kommt nicht in den Kopfball. Es dürfte abseits sein. Es dürfte abseits gewesen sein. Glück gehabt. Thiago Silva da. Ein bisschen behäbig. Da schon wieder. Steht er im Weg. Hallo KI. Jawohl. Lösen wir alles fußballerisch. Sehr gut. Di Maria. Eric Dier. Di Maria. Jetzt läuft das Angebot oben. Und wenn einer die Bälle ganz präzise in den Lauf bringt, dann Ivan Rakitic, Ecke rausgeholt. Jawohl. Ich muss mich ja echt freuen, dass Ivan Rakitic noch nicht Level 30 ist, sonst wäre der fast nicht zu bezahlen. Thiago Silva gewinnt das Kopfballduell, macht die Szene dadurch erst scharf. Oh, jetzt haben wir Zaha im Laufduell mit Jonathan Tah. Ja, der Leverkusener ganz souverän. Rakitic, Batshuayi, Di Maria. Ah, ich glaube, das war die falsche Entscheidung in dem Moment. Da war mehr möglich in der Szene. Eric Dier, letzter Angriff. Langer Ball. Nein, das war's. 2-0 zur Pause. Sehr, sehr guter Aufschlag. Doppelpack von Michy Batshuayi. Keine Umstellungen in der Pause nötig. Sedmon kann nicht wechseln. Sei denn, er möchte einer 59er-Truppe, einer 59er-Spieler-Armee nochmal die Chance geben, das Spiel zu beeinflussen. Und wir haben ja noch gar keinen Grund. Stamina wird da sein. Ergebnis ist da. Ja, Angie, Hillary deutet es an. Und hier auch schön zu sehen, Batshuayi immer wieder auch schön nach hinten arbeitend.
Oh, Hillary, Batshuayi, Hillary! Ist das die Entscheidung? Ja, das ist die Entscheidung, da lege ich mich jetzt schon mal fest. 3-0. Locker flockiger Doppelpass. Ich glaube, es war sogar ein doppelter Doppelpass. Vom neuen Traumduo. Hillary, Clinton, Angie und Michi Batshuayi. Und Zedmon, der alte Gönner, lässt hier schön die Wiederholung mal durchlaufen. Das hatten wir auch lange, lange Zeit nicht mehr im Stream. Auch mal eine Wiederholung abfeiern zu können. Ja, war kein doppelter Doppelpass. Ein einfacher hat da gereicht. Kein Zugriff. Wow. Da wäre Di Maria fast wieder dazwischen gespritzt. Auch er bislang mit einem super Stream. Tadic. Ich glaube, sein Startelfdebüt sogar. Hätte sich kein besseres Spiel wünschen können, um mal so ein bisschen Affinität zum Team und zum Trainer zu entwickeln mit einem Startelf-Einsatz. Nein, der Falsche setzt nach. Da war schon wieder Scheibenglück. Das war jetzt kein Scheibenglück, das war ein schlampiger Ball. Oh, Jonathan Tah. Savic wird da abgelaufen. Langer Ball, auch das war heikel, aber wurde gut gelöst. Spielerisch vor allen Dingen. Oh, 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 oh. Was ist denn da los? Betrunkene Spieler. Vielleicht liegt es daran. Alkoholkonsum vor dem Spiel. Bei Zedmon United. Haben sie die Let's Playmakers 11 nicht ernst genommen. Jetzt ergibt alles Sinn. Die Weißen sind betrunken. Oh, langer Schlag. Batshuayi kommt nicht in den, ins Kopfballduell. Trotzdem, mit ein bisschen Glück landet das Ding schon wieder in den Füßen von Tadic. Und da hätte es auch wieder klingeln müssen, eigentlich. Zaha. Wichtig, den Pass nach außen da zu antizipieren. Rakitic. Harte Grätsche, Schiedsrichter lässt Vorteil laufen, aber das gibt auf jeden Fall gleich die gelbe Karte im Nachgang. Wow, mit den Köpfen zusammen, Rakitic, der Dickschädel, der merkt das nicht. Dann wird es ein bisschen ruppiger hier. Intensive Zweikämpfe, auf einmal sind sie da und das bei 0-3. Ja, wie erwartet. Rakitic. Gegen Gylfi Sigurdsson. Wow. Fieses Dingen vom Kroaten und schützen wir ihn einfach und nehmen ihn raus. Sanson rein. Wen können wir noch bringen? Wer hat lange nicht gespielt? Naja, eigentlich können wir nicht viel machen. Nakajima für Tadic. Jesus Navas, die üblichen Wechsel für die alleinigen Flügel. Das ist ja immer wieder das, ja, wenn man so möchte, habe ich zwei der möglichen drei Auswechslungen immer schon verplant durch dieses System. Boah, Thilo Kehrer, das war so nicht beabsichtigt. Aber das gibt ihm mal die Möglichkeit, da mit raumgreifenden Schritten durchs Mittelfeld zu marschieren, dieser technische Fehler. Und dann schönes Fund vom Ex-Schalker. Einwurf, ja, wieder geblockt. Diesmal kein Scheibenglück, haben wir auch schon genug gehabt heute. Tah gegen Zaha. Tah nicht nur im Laufduell souverän, sondern auch im Luftkampf. Robertson versucht die Flanke, aber auch da bleibt Thiago Silva konsequent, lässt nichts zu. Und im gesammelten Verteidigerbund kriegen sie auch das gelöst. Oh, wieder gut gepresst. Immer wieder unangenehm. Enge Räume, Doppeln, alles drin. Jetzt können wir schalten. Oh, Eric Dyer. Ein Ticken zu spät. Macht den Konter kaputt. Gibt die Möglichkeit des Gegenangriffs. Die wird nicht so sauber ausgespielt. Deswegen brennt da nichts an. Aber der verzockte eigene Konter tut dann noch eher weh.
Batshuayi Nakajima, Batshuayi Nakajima, das war ein doppelter Doppelpass. Platz für den Japaner, Flanke kommt gut, Hillary wieder. Gerät aber eher unter den Ball. Schönen guten Abend, Schweef. Schön, dass du wieder reinklickst. Oh, langer Ball auf Zaha. Der wird von Thiago Silva begrüßt und abgekocht. Da bin ich gut aufgestellt. Nakajima, ja, schön durchgewuselt. Ah, Batshuayi, wieder eng, wieder eng. Ja, wenn wir da den Fuß dazwischen kriegen. Boah, Riesenloch. Riesenloch zwischen den Mannschaftsteilen. Sigurdsson trifft da die falsche Entscheidung. Angriff vorbei. Na, Batshuayi hat da den Sprint noch drin. Den hat er noch drin. Und immer noch Demichi. Mein Gott, ist der unangenehm. Riesenspiel wieder von Michy Batshuayi. Nicht nur wegen seiner Tore, auch wegen seiner Arbeit gegen den Ball. Und dann ist es vorbei. 3:0. Überraschend deutlich der Sieg hier gegen Sedmon United. Zum ersten Mal haben wir beide gegeneinander gespielt. Der Klassiker. Good game. Good game. Zweites Spiel, zweiter deutlicher Sieg. Das ist doch schon mal erfreulich. Haben ja auch ganz andere Zeiten erlebt im Stream. Oh, New Ranking awarded greater acclaim. Okay. Ach ja, klar, wegen, guck mal hier, 5 Siege in Folge. 800 Ratingpunkte. Ja, das ist doch mal was. Hat lange gedauert. Ein Sterne-Scout als Belohnung. Na, freue ich mich ja richtig. Verträge von Eric Dyer und Torreira, beide aus London, der eine von Tottenham, der andere von Arsenal, verlängert. Sehr schön. Ja, und dann spielen wir weiter, oder? Natürlich. Gerade auf der Erfolgswelle reitend macht es doch am meisten Spaß. So, ich gucke auf die Uhr, 7:45. Okay, dann machen wir an der Stelle mal letztes Spiel für den Abend. Ah, du hast extra die Passstufe angepasst, damit du in meine Verlosung kommst, oder was? Und es gibt Svenio. 700, knapp 700 Ratingpunkte. Das ist dann im Vergleich zu den 513 vom Setmon gerade natürlich nochmal zumindest auf dem Papier eine andere Hausmarke. Und dann gucken wir mal, was der sich für eine Truppe da zusammengebastelt hat. Auf den ersten Blick Onana immer wieder die Silber-Torwart-Alternative zu Simon Mignolet, die er da gewählt hat. Kamara habe ich auch im großen Kader, jetzt nicht in dem Spieltagskader. Hector, heißt der Hector? Chucky, genannt Chucky Lozano. Den hat er jetzt gerade rausgepackt. Calvert, Levin, Yuri Alberto. Habe ich alles schon mal irgendwie gehört? Lachs. Oh, Michi. Michi Batshuayi fein nach unten und schon angeknackste Stamina. Okay. Alexander Kokorin beginnt. Der ist auch von den Werten her nicht wirklich viel schlechter. Guck dir das mal an hier. Ist so ungefähr das gleiche, der gleiche Spielertyp. Ein bisschen weniger physisch. Okay, aber trotzdem. Lachs halt. Ja, erstmal auf die Bank. Ja, so ein bisschen was mussten wir leider umstellen. Aber nicht viel. Ja, machen wir uns nichts vor. Mit der Truppe kann man angreifen. So, wir spielen mit Dunkelgrün gegen Weiß. Ich google mal diesen Calvert und den Yuri Alberto, weil ich die auch schon häufiger gehört habe. Sind das auch so kleine, nervige
Geheimtipps vielleicht? Wo ist er? Wo ist Calvert? Calvert Levin, 77 von Merseyside Blue, also von Manchester City. Ja, 87 Speed, 82 Antritt, 1,76. Kopfball, Rising Shot, First Time Shot. Also ja, ist jetzt auch nicht, ne, nicht so überragend, dass ich mir da jetzt in die Hose machen müsste. Und wer ist der zweite? Yuri Alberto. Yuri Alberto, 64er. Ehrlich? Nee, ne? 64er vom FC San, weißer Ball, ehrlich? Hat er den vielleicht irgendwie hochgepusht durch Level Up oder so? Also das war jetzt überraschend. Das war eine absolute Wurst. Nordrhein-Westfalen FC gegen die Let's Playmakers. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal. Yuri Alberto, müssen wir mal drauf achten. Rakitic, ah, fast den ersten Fuß dazwischen gekriegt. Im Hintergrund hört ihr schon gute Stimmung. Typisch NRW halt, da geht es immer fleißig ab. Und Alexander Kukurin nach langer Zeit mal wieder in der Stammformation. Ja, schön. Larifari, hohe Steilpässe und so, sehe ich immer gern. Jetzt kommt der Doppelpass. Und Thiago Silva ist da, ist zur Stelle. Sehr gut, fußballerisch gelöst. So muss es angehen. Stepanenko zurück. In der Stammformation. Alleine fürs Gefühl. Der vorzugsweise eingesetzte defensive Mittelfeldspieler, weil er halt groß ist. Und dass ein Torreira nun beileibe nicht ist mit 1,63. Da ist doch die erste Lücke. Die erste Lücke für Hillary. Ja, gut. Onana ist kein schlechter. Oh, wichtiger Kopfball. Hätten wir fast die Aktion schon beenden können. Virgil van Dijk. Abseits, abseits, schießt sich da, jawohl. Hat mich mein Auge nicht getäuscht. Schönen guten Abend, Dennis Caramelo. Gab's als Inform? Ach, guck mal, ja, das ist doch mal ein Tipp. Dann ist er wahrscheinlich jetzt 99. Wieder was gelernt. Gut, dass ihr da seid, Freunde. So, Kokorin. Oh. Oh, Rakitic läuft das Angebot. Nein, nein, wo mache ich das Supercancel? Lass es doch einfach geschehen. Dann geht der Ivan genau den richtigen Weg. Ah, oh, wie dumm. Da war viel mehr drin. Großchance quasi weggeklickt. Guter Ball. Thiago Silva ist aber auch da wieder. Herr der Lage. Wieder fußballerisch lösen. Jawohl. Oh, die Maria, der ist wichtig. Tunnel. Sehr schön. Angie. Wichtige Bewegung. Kriegt die Flanke hin. Kriegt die Flanke hin. Ja, da muss ein. Ui, da fehlt ein Schritt. Wieder gute Szene. Rakitic. Ja, hat er gut antizipiert. Oh, da habe ich Glück. Oh, da haben wir Glück, dass er den abpfeift. Und den lassen wir schön liegen für Ivan. Den lassen wir schön liegen für Ivan. Komm schon. Yes. Da ist er. Ivan Rakitic. Hahaha. Drückt er leider weg. Wie all meine Traumtore der letzten 20 Jahre bei PES immer weggedrückt werden online. Wunderschön. Ivan Rakitic. Der Freistoßmeister. Ja, das vereinfacht einiges. Wenn es aus dem Spiel heraus knifflig ist, dann sind Standards immer wieder die Dosenöffner. Jetzt gibt es den Doppelpass. Ja, mit Ansage. Nein. Es gibt die Ecke. Da muss die Innenverteidigung, die Dreierkette eigentlich viel enger an den Männern stehen. Gute Szene! Scharf geschlagen auf den kurzen Pfosten. Virgil ist da, aber Ralle Fährmann ebenso. Gleiche Scheiße nochmal. Ja, wieder Virgil van Dijk. Natürlich ein absoluter Zielspieler für diese Situationen. Langer Hafer von Fährmann. Ball wieder weg. Vielleicht ein bisschen zu hastig gespielt. Fährmann muss da nicht raus.
Nochmal Glück gehabt, im richtigen Moment wieder zurückgelaufen. Ja, Angie wird hoch verteidigt von den Grünen. Die Maria spielt seinen Gegenspieler da schwindelig. Angie, Rakitic, Hillary wieder. Läuft gut. Gute Angriffe heute, gute Angriffsstruktur. Viele Tore auch für euch zu sehen. Ja, kriegen wir den Kopfball noch? Ja, nee. Und jetzt läuft der Konter. Und wenn das schnell geht, ist es 3 auf 3. Jussilei auf Juri Alberto. Kommt da Thilo Kehrer noch in den Zweikampf? Nein, kommt er nicht. Nimmt sich dann auch noch die Ruhe zum Abschluss. Aber dann zu mittig. Und Fährmann ist wieder da. Ralf Fährmann. Ich glaube, im letzten Stream hatte auch einer Ralf Fährmann als Torwart. Der hat dann alles gehalten. Und so das Unentschieden. In einem engen Match gesichert. Schön gelöst. Jetzt sind wir schon auf die letzte Kette drauf. Nakajima. Ja, wackelt sich zur freien Flanke. Den brauchen wir nicht. Kannst du haben. Einwurf. Rassiges Spiel hier in NRW. Oh, Thilo Kehrer, mal ein langer Ball. Auf Di Maria, kommt butterweich an. Rakitic kriegt den Ball erstmal nicht. Oh, der kann wehtun. Jetzt haben wir wieder schön eingeladen. Verzockt das zu hektisch. Stepanenko verzockt es dann wiederum da entgegenzugehen. Aber am Ende stehen wir gut. So, beenden wir mal die Halbzeit mit Ballbesitz. Oder haben wir vielleicht doch noch einen Angriff drin? Kukurin läuft das Angebot. Kukurin, schöne Bewegung. Rakitic wieder. Ivan Rakitic, ey! Alter Verwalter. Oh, macht er die Szene nochmal heiß? Macht er die Szene einfach nochmal heiß? Nein, macht er nicht heiß. Ivan Rakitic, ich glaub's nicht. Oh, was ein Ding. Ivan Rakitic kann das Ding auf 2-0 stellen. Also kein Wunder, dass der Kroate immer wieder müde ist nach 70, 75 Minuten, wenn er die Wege in die Tiefe immer so pervers geht. Hier sieht es noch gut aus, was der Ivan macht. Boah, da muss er für den Lauf und für den krassen Schuss eigentlich mit einem Tor belohnt werden. Lass uns das nochmal abfeiern. Das können wir nochmal abfeiern. Schönes Freistoßtor vom Ivan hier, der Go-To-Guy, der absolute. Einer der ersten schwarzen Bälle, die ich in dieser Saison in MyClub gezogen habe. Ja, da ist er, Ivan. Ja, aber der Virgil van Dijk hier auf dem kurzen Pfosten, Fährmann. Sehr gut. So, den Lattenkracher. Guck, das ist so wieder, das ist seit Jahren typisch PES, dass so Latten- oder Pfostenschüsse nicht gewertet werden. Das ist doch nicht deren Ernst. Wahrscheinlich die zweitbeste Szene der ersten Halbzeit. Meine Fresse, ey. Fix das endlich. Gibt doch nichts Schöneres als Latte, Pfosten raus oder sowas. Oh, mit Schokolade im Mund, sorry. Oh, schlampig. Ah, Hillary muss da mitmachen. Jonathan Tah. Er ist gut gepresst. Dann schlampig im Aufbau. Oh, Rakitic. Oh, oh. Keine einfachen Tiki-Taka-Doppelpässe dazu lassen. Kokorin. Oh, die Grätsche war unnötig. Kokorin. Oh. So war es nicht gewollt. Muss mal ein bisschen Kopf hoch. Eric Dyer. Ja, da wollten sie pressen auf den Passweg. Di Maria. Di Maria. Rakitic schon wieder. Mit einem schönen Angebot. Kokorin, Kokorin, Kokorin. Ja, da sehe ich einfach nur noch grün. Und jetzt kann der Post und die Konter abgehen. Genau. Schlampig.
von beiden. Na, kurbeln jetzt die Grünen. Da wird mir ein bisschen zu viel Ballbesitz in meinem 16er. Aber gut, dann sind die Konter natürlich umso offener. Rakitic, da unten ist wieder Di Maria frei. Ja, der dürfte ein Ticken zu lang werden. Ja, leider. 63 Minuten rum. Oh! Ich glaube, da wollte Correa im letzten Moment noch wegziehen, weil er sieht, den Kopfballpass, der wird antizipiert von Nakajima. Und so gibt es dann den leichten Ballverlust und eine freie Flanke für Nakajima. Schießt dem Kollegen in Grün leider in die Fresse. Sehr gut, Stepanenko da. Ja, da ist kein ultimativer Druck drauf. Hillary läuft's Angebot. Jetzt wird er den Schulter-an-Schulter-Ball verlieren, den Zweikampf. Ja, tut er. Schöne Verlagerung. Ja, auch die Abstände bei mir sind zu groß. Jonathan, der ist wichtig. Jawohl, wichtiger Befreiungsschlag von Jonathan Tah. Schießt sich da? Nee, da wird kein Vorteil angezeigt. Ja, Auswechslungen täten gut. Dritter Sieg im dritten Spiel. Das könnte ein 100%iger Stream werden. Kokore, jawohl. Wird abgekocht. Aber den Einwurf haben wir. Was sagen die Pfeile? Was sagen die Stamina? Leisten viel mehr. Sanson kommt für Nakajima. Torreira für Rakitic mit defensiverer Aufgabe. Hier, das geht ja gerade so noch. Aber okay. Jesus Navas ist fast gleichwertig. Braucht mir keiner was anderes erzählen, Freunde. Oh, einfach rausgespielt. Geht da was? Gut, Sanson da wieder. Chronisch unterbewertet. Ja, der war schlampig. Jetzt muss es zurücklaufen gehen. Fuß dazwischen, Fuß dazwischen. Ja, gut zugestellt das Mittelfeld. Ja, aber auch die Grünen sind noch bissig dabei, nach hinten zu arbeiten. Jetzt schießen sie sich da gegenseitig an. Batshuayi, ja, das war zu einfach. Und Thiago Silva einmal mehr. Zweikampfsieger. Kokorin, wichtiger Move jetzt. Einwurf. Weder noch. Weder noch. Kriegen das Ding gut rausgespielt. Thilo Kehrer. Ja. Alles ein bisschen Larifari jetzt. Eric Dyer. Jawoll. Fußballerisch. Klasse. Der noch. Jawoll. Der auch noch. Kommt schon durch das Ding. Jawoll. Jesus Navas. Jetzt kann er weglaufen. Ja, kann er Jardel weglaufen. Ja, noch besser. Gute Szene. Onana. Ja, vielleicht ein bisschen umständlich. Aber mehr drin. 88. Da machen wir jetzt keine Faxen mehr. Oh Gott, ist das dumm. Oh Gott, ist das dumm. Komm schon, Thilo. Oh. Thilo holt das Laufduell. Das wahrscheinlich wichtigste des Spiels und das war's dann. 1-0 Sieg. Am Ende nochmal Dummheit und Glück gehabt, dass der Thilo so fit und frisch und schnell ist. Aber am Ende, glaube ich, ein völlig verdienter Sieg. 3 Siege in Folge und Ivan Rakitic, der Mann des Spiels, mit einem traumhaften Freistoßtor hier nochmal zu sehen. Ja, da springt genau einer an der Mauer nicht hoch und der macht das Tor auf für Ivan Rakitic.
Ja, und damit haben wir den perfekten Stream lange nicht mehr gehabt. Das war super, das war elegant. Danke, dass ihr so zahlreich dabei wart, von Anfang bis Ende. Viel administrativer Kram zu Beginn, schöne Tore hinten dran. Hoffe, hat sich auch für euch gelohnt, euch Spaß gemacht. Wer noch kein Abo dagelassen hat, ne? Ihr wisst, was zu tun ist. Und dann, ja, bin ich guter Dinge, dass wir uns morgen schon wiedersehen. Bis dorthin, Dankeschön, tschüss, ciao.